Und jetzt leckt's wieder dermaßig. Sollte einem nicht passieren, so 30% vom Ziel. Allerdings, der Razor fährt jetzt auch nicht gerade besser. Ich habe ihn umgeschmissen, wie geil! Oh, der war gerade geil. Das war gerade cool. Genau, Franz. Prescht er wieder vor und dann vergeigt er es ja doch wieder. Ich habe eine Fahrweise übereinander. Das muss auch schrecklich sein. Ja, mein Nos ist viel zu wenig. Soll ich mal schneller aufladen hier? Aber davon ist eh schon das Ziel. Sehr gut. 274 km/h durch und damit ist das dritte Rennen beendet. Und jetzt ein 6 Minuten langer Rundkurse. Ey, du kannst mich machen. Oh, das sieht geil aus. Drei Runden. Ja, viel Spaß. Das heißt 2 Minuten pro Runde ist dann ungefähr vorgesehen. Sind mehr wahrscheinlich. Ja, ja. Zieh mal davon mit meinem Auto. Bringst mir schon nach Hause, oder? Find ich aber nett von dir. Idiot. Bin ich, die heißen sogar rüber. Sogar rüber, wenn man da mal ein bisschen Speedbreaker benutzt und ein bisschen einlenkt. Ich glaube, ich muss Handling doch wieder eins runterschrauben, aber... Dann geht's eigentlich noch. Schon. Sogar wie der rumdriftet, das ist echt krass. Und er verpasst natürlich die Abkürzung. Idiot. So. Ups. Und es leckt wieder. So, wir sind bei 1,40 und noch nicht. Und das Ziel sollte voll in Sicht sein. Schätze mal, man muss hier einmal komplett rundherum passen. Genau, da vorne ist dann das Ziel. So, Runde Nummer 1 haben wir mit unter 2 Minuten.
Das heißt, wir bekommen auf alle Fälle eine bessere Zeit hin, als die davor geschlagen haben. Das ist von 6 Minuten. Noch was, versteht sich. Sieht alt aus, der Razor. Ups, das Auto auch. Ey. Das ist der vorbei, so wie ich vorher. Das mache ich eigentlich gar nicht. Fuck. Falsche Seite ausgewichen. Ihr merkt, so ganz läuft's nicht wie sonst immer. Komm schon, gib Gas. Ja, sicher. Kleine dreckige Sau. Schön, dass du auf mich gewartet hast. Schön, dass du nicht auf die Seite fährst, wo ich gerade hin war. Ich hasse es. Jetzt fährt er dir garantiert die Abkürzung, oder? Ja. So krass, wie der bremst. Ich würde ihn gerne mal im Sprung quasi überholen. Das wird uns hier doch geil. Leck. Da. Ein bisschen hier rundherum fahren. Möglichst nicht gegen die Dinge eigentlich fahren. Here we control. So, ausgeplant. Und das ist die letzte Runde vom Rundkurs. Wir sind über 4 Minuten, wir wollen das mal eindeutig langsamer fahren. Ich hoffe, dass es noch eine unter 6er Zeit wird eigentlich. Ich will den unterbieten, den Razor. Aber so nicht. Hey. Auf. Vollgas. Ja, Drecksau. Im Sprung beide Laternen mitgenommen. Perfekt rumgekommen. Jetzt leckt's wieder. Aber ich bin eigentlich auch noch relativ rumgekommen und er fährt wieder die lange Strecke, das tut mir jetzt aber leid. Nicht wirklich, aber naja. Macht einen besseren Eindruck. Fail Player nennt man sowas. Ganzen Schilder, irgendwie stellen die dir jedes Mal wieder neu auf. Voll zum Kotzen. Vielleicht der Feuerstumpf von. Ja, alles andere als geiles Bild, aber okay. And now move on to the last Rennen. Natürlich kann ich schauen, wie lange wir vorher gebraucht haben. Naja, kann man ja im Video sehen.
Wird wohl ein geiler. Sind noch die ganzen Bremsspuren von vorher. Gummiabrieb. Das ist nicht mal ein Driften. Sicher. Sonst geht's da gut, oder? Schade, hat nichts gemacht. Und wo will er hin? Will er auch gepitzen können? Ja, will er sogar. Vielleicht sieht man jetzt gleich von hinten. Ne, sieht man leider nicht mehr. Und weg. Hängt er mir hinten dran. Aber bringt ihm halt nichts. Gut fahren kann er ja. Das muss man. Wow, muss man ihm lassen, würde ich gerade sagen. Aber ist ja eh nur ein Computer, also nehmen wir. Respekt an die Programmierer. Ich hasse diese Serpentinien. Wer macht sowas? Du bei so einer wichtigen Verkehrsader? Da kann man doch einfach gerade durchfahren, oder? Nein. Mal kompliziert machen. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte. Und soweit ich weiß, gibt es da unten dann entweder auch durch. Ja, es geht unten durch, okay. Das ist aber krass. Ungewöhnlich. Da muss ich mir jetzt ganz schön viel einholen. Was ich mir fürs neue Most Wanted eigentlich wünsche, wäre ein Streckeneditor. Das heißt, dass du auch selber so Rennstrecken machen kannst. Also, die hast du die freie Welt. Und dann einfach quasi sagen kannst, der von da nach da ist abgesperrt und dann da ist abgesperrt und da. Das heißt quasi, dass du die Route vorgibst. Und die halt dann online hochstellen kannst oder so. Wird zwar nicht recht besonders sein und viel runtergeladen werden, aber... Könnte ich mir als ganz lustiges Feature vorstellen. Wow. Der hat gesessen. Der macht wieder wach, möchte ich mal meinen. Rauf, dann wieder runter. Nee, die kann sich auch nicht entscheiden. So. Komm schon. Sehr gut. Wow, wo kommst denn du her? Aber so leid es mir tut, Racer. Das Auto gehört mir. Genauso wie dieses geile Auto. Ich wollte ihn noch rückwärts umdrehen, aber dafür ist er mal zu nah dran.